Wie unbefriedigend ist diese Situation am Ried? Ja, mal vielen Dank für die Einladung zur heutigen Sendung. Sie haben es gesagt, was für die Bregenzer der Bodensee ist oder für die Harder, ist für die Lauteracher das Lauteracher Ried, ein wichtiges Naturjuwel, und jeder Bürgermeister, der etwas einbringen kann für das Lauteracher Ried aus Lauterach, ist, denke ich, ein guter Bürgermeister, und es ist mir einfach ein riesiges Anliegen, wenn etwas weitergeht im Lauteracher Ried. Sie haben es gesagt, wir hatten eine längere Sperre der L 41 Senderstraße, und wir hatten bereits vor dieser Sperre eigentlich Hoffnung, dass wir hier etwas verändern können. Wir waren bereits im letzten Jahr, als noch die Holzbrücke im Lauteracher Ried war, alle Riedanlieger, Bürgermeister, also Lustenau, Dornbirn, Schwarzach, Wolfurt, Lautrach, sogar Bregenz war mit dabei. Wir haben beide Landesräte besucht, den Marco Tittler und den Johannes Rauch, und haben ihn einfach gefragt, gäbe es nicht die Möglichkeit zu überlegen, in einer Zeit, wenn es nicht diesen Verkehr hat oder zumindest nicht diesen Verkehr aus der eigenen Region, also am Sonntag, ob man nicht nachdenken kann, am Sonntag die L41 zu schließen. Also die Idee war, das sieht man auch hier, im Gesamtblick auf unserem Studiohintergrund direkt hinter Ihnen, der Sender sichtbar und ja auch die Verbindung, da wo Karlichtle brennen sozusagen. Die Idee wäre gewesen, einmal pro Woche auf diesen oftmals Pendelverkehr zu verzichten, klar, um das als Ausflugsziel für Radfahrer, für Familien. Ja, einfach mal zu schauen, was passiert dann, oder? Schauen wir es uns einmal ein Jahr an, evaluieren wir das. Wir sind ja sogenannte Plan B-Gemeinden. Wir machen regionale Mobilität in unserer Region gemeinsam. Das war der richtige Wunsch aller Bürgermeister. Und beide Landesräte, damals Johannes Rauch und Marco Tittler, haben gesagt, sie werden das prüfen, anschauen. Habe dann den Johannes im Herbst noch einmal gefragt, nachdem denn die Brücke geschlossen war. Das wäre jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt. Jetzt sehen wir mal das Live-Beispiel für einige Monate, aber für die Zukunft alle Vorbereitungen anzudenken, dass die L41 an den Sonntagen jetzt mal als Phase 1, wenn sie dann wieder offen ist, zu sperren. Ja, der Johannes Rauch ist nicht mehr Landesrat in Vorarlberg. Er hat dann damals gesagt, er lässt es prüfen bei der zuständigen Ministerin. Ich denke, das war für uns so eine gute Idee, weil ich denke, die können eigentlich grundsätzlich miteinander. Aber es ist bis heute eigentlich nichts passiert, und siehe da, vor zwei Wochen haben wir eine Demonstration draußen gehabt oder eine Kundgebung der Grünen. Das hat mich ein wenig überrascht, weil ich wollte eigentlich wir wollten diese Aktion nicht aus Parteigründen machen. Ich bin da nie als ÖVP-Bürgermeister aufgetreten, sondern wir wollten als Region auftreten. Und wir haben den Landesräten gesagt, an uns liegt es nicht. Wir würden das sehr unterstützen, als Phase 1, sage ich wiederum. Und vielleicht, wenn das sich gut entwickelt, kann man vielleicht in einer Phase 2 auch mal über die Samstage reden. Ich habe mir das selber angeschaut. Ich bin am Sonntag, letzten Sonntag war ich draußen. Wer fährt da wirklich? Neben den Radfahren kommen da Schweizer Autokennzeichen, deutsche Autokennzeichen, und die kürzen einfach das Gebiet ab. Und ich denke, die wollen wir eigentlich nicht im Rieden, die wollen wir auch nicht in den Ortszentren. Ich denke, und wir Bürgermeister wären sehr dafür, wenn es diese Möglichkeit gäbe. Wir würden das unterstützen, dass in der Phase 1 am Sonntag die L41 im Lauteracher Ried gesperrt ist. Sie haben gesagt, das ist keine parteipolitische Aktion, und auch wenn die Seitenhiebe auf die Grünen jetzt deutlich hörbar waren, es wäre auch der Bregenzer Bürgermeister dafür gewesen, haben Sie mir im Vorfeld gesagt. Das hat uns positiv überrascht, Michael Ritsch. Wir arbeiten natürlich in der Region auch mit ihm zusammen. Er ist auch Plan B Bürgermeister, wo die Stadt Bregenz mit dabei ist. Es ist kein Bregenzer Thema, aber auch Michael Ritsch war bei diesem Termin im Landhaus mit dabei und würde das mit unterstützen. Was glauben Sie?